Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und herzlich willkommen auch zur dritten Folge von Mit 40k anfangen anhand Beispiel Marcel. Und Marcel fängt natürlich seine wunderbaren Drukhari heute an zu bauen. Nils hat sie. Also für alle, die ihn noch nicht kennen, das ist die gute Seele des Hauses. Hi. Unsere Boxenfee vom Gewinnspiel und Allround-Talent Nils. Maskottchen. Ja. Das ist fies. Egal. Sehr gute Laune, Nils. Ja, Nils wird uns heute so ein bisschen unterstützen, wie auch so oft in der Vergangenheit schon und auch in der Zukunft wahrscheinlich auch noch. Jo. Und ja, die beiden werden heute die Drukhari-Box anfangen zu bauen. Und ich habe ja gesagt, dass ich mit Astra Militarum anfange, das stimmt auch, aber das wird jetzt ein bisschen nach hinten verschoben, einfach weil Startbox-Turnier kann ich ohnehin teilnehmen, weil ich genug Armeen zur Verfügung habe. Und ich baue nebenbei so ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall in der Box haben wir, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau heißt, auf jeden Fall sind das ja eher Einheiten, die für den Nahkampf gedacht sind. Drukhari kann man ja eigentlich so, ich sag mal, so auf drei verschiedenen Arten spielen. Es gibt dann noch so diese Fernkampf-Varianten. Hier sind sehr, sehr viel von den Witches drin, die eigentlich für den Nahkampf gedacht sind. Und ja, also zum Listen erweitern, da kommen wir natürlich später noch. Es ist nur als Information für euch jetzt einfach erstmal, was in dieser Box so drin steckt. Und ja, Listenerweiterung, du wirst wahrscheinlich da noch ein bisschen schießen wollen in Zukunft. Also richtig, wir werden da irgendeinen Mix bauen. Auf jeden Fall bisschen Startbox. Und dann würde ich sagen, wir nehmen euch jetzt mit an unseren Basteltisch und dann lasst euch einfach so ein bisschen berieseln, während wir nebenbei diese ganzen Figuren hier zusammen klippern und ja, wir erklären euch das so ein bisschen nebenbei. Gerade für die Neueinsteiger, denke ich mal, ist das eine oder andere auf jeden Fall noch interessant. Und dann lasst euch berieseln und wenn ihr Fragen zu dem Video habt oder zum Zusammenbauen allgemein, stellt die und direkt immer unter das Video am besten. Wir versuchen sie, 1, 2, 3. Immer beim nächsten Video gleich dann mit zu beantworten. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das irgendwie so lösen könnten in Zukunft. Wenn ihr Fragen habt und das Video posten, dass wir dann ins nächste oder übernächste diese Informationen mit einbauen können. Und ja, habt ihr noch was? Nein, aber genau jetzt zeigen wir es genau die gleiche Situation. Ihr habt euch im Laden eine Box gekauft und wie geht's weiter? Wir machen sie mit euch gemeinsam auf. Viel Spaß! So, Hallöchen auf unserem Mini-Paradise-Bastel-Eckchen. Hier ist die Box. Wir haben sie gerade gekauft und wir machen sie jetzt gemeinsam auf. Der Nils ist auch bei mir. Nils, komm mal ein bisschen zu mir. Juhu, ich bin auch da. Du kannst hier, Nils, komm ein bisschen zu mir. Rücken wir mal ein bisschen hier zusammen. Die schöne Drukhari-Box. Drukhari wird jetzt einfach mal aufgemacht. Hier oben. Verschluss. Und dann gibt es hier so ein großes Kästchen. Die braucht man nicht mehr unbedingt eigentlich. So, hier hat man auch nochmal so eine Start Collecting Bastel Anleitung. Ist sogar, das ist ja cool gemacht. Hier sieht man nochmal kurz jetzt theoretisch die ganzen Figuren, die drin sind. Und dann auch in einzelnen Schritten kann man nachverfolgen, wie die halt zusammengebaut werden. Wie es halt wäre auch schon mal vielleicht andere Sachen zusammengebaut, wie Lego oder so. Da hat man, glaube ich, auch immer Anleitung. Oder wie Ikea Sachen aufgebaut. Da gibt es ja auch ganz normale Anleitungen. Und hier ist das halt schön dargestellt, wie halt eben die Figuren zusammengebaut werden erst. Und da gibt es immer auch an den Körperteilen so gewisse Stellen markiert. Ihr könnt es vielleicht sehen. Das ist dann so gelb markiert zum Beispiel, wie das dann halt wo dran gesetzt wird, ne? Wo man Kleber, ich glaube gelb ist, wo man Kleber drauf machen soll. Und was richtig schön ist eigentlich, das habe ich gerade gesehen, dass es kommt, nachdem man die alles zusammengebaut hat, bekommt man auch hier nochmal die Einheitenblätter, also die Datakarten heißt, oder Datasheets, wie heißt die bei 40k? Also kann man Datasheets nennen, das ist ja überall das gleiche eigentlich. Okay, dann kann man die Data Sheets nennen. Und hier hat man eben genau diese, was die Waffenprofile, die Eigenschaften, die Werte und Attribute eben und die Waffenoptionen, wie man theoretisch dann jetzt in dem Fall hier von Succubus, von dem Held hier, eben mit ihm zusammenbauen kann.
wie halt Einheiten funktionieren, was die Werte angeben, wie man die spielt oder was die dann halt eben alles können und so. Das wird auf jeden Fall Teil dann einer anderen eines Videos in dieser Reihe, wenn wir ein bisschen mehr dann genau auf die Figuren eingehen, wie man auch 40k dann auch spielt und wie man Einheiten aussucht und wie man die berechnet und auch guckt, eben wie stark oder wie gut die sind oder was man theoretisch mit denen gut machen könnte. Genau das mache ich dann von dieser Start Collecting Box, mache ich davon auch nochmal meine persönlichen Eindrücke, wie ich die Einheiten einschätze oder spielen würde. Aber jetzt sind wir natürlich erstmal nochmal in einem ganz anderen Level, nämlich wir wollen erstmal anfangen, überhaupt die Figuren zusammenzubauen. Das heißt, die Bastelanleitung können wir erstmal kurz zur Seite legen und jetzt nehmen wir uns mal dieses schöne große Kästchen und jetzt seht ihr hier drin erstmal so ein kleines Plastiktütchen mit diesen schwarzen Bases und hier sind so kleine Rippelchen drin, da kann man dann die Figuren reinstecken. Und jetzt geht das, ich will nicht sagen Chaos, aber jetzt geht's ins Eingemachte. Ja, jetzt bekommt man theoretisch hier solche Gitter aus Plastik, so Gitterrahmen, wo eben dann die Einzelteile dann befestigt sind. Und die müssen halt beispielsweise mit so einer Zange, nee. Das ist eine Zange, doch. Zange. Das ist eine Zange. Das ist eine Zange. Mit einer Zange kann man die dann hier so rausknippen. Das machen wir nämlich auch gleich gemeinsam. Und hier hat man dann, wie gesagt, ich packe mir alles mal ein bisschen aus. Könnt ihr mal gucken, die sind auch unterschiedlich groß, die werden für unterschiedliche Figuren natürlich benutzt jetzt. Und hinten drauf sind auch immer extra noch so kleine Zahlen drauf geschrieben. Ich weiß nicht, ob man die hier die Lichtverhältnisse sehen kann, aber an den Seiten sieht man, hier sind immer so kleine Zahlen drauf. Dass man dann genau sehen kann, weil die Zahlen sind auch in dem Heftchen angegeben, welche nächsten Teile ihr jetzt rausklippen müsst. Und dann gibt es auch noch hier ganz große. Wir haben so eine Start Collecting Box, das sieht jetzt einmal alles nach sehr viel kleinen Teilen aus, aber ich habe auch Drukhari sind auch nicht die größten Figuren, die ich jetzt gekauft habe. Elfen sollen ja auch nicht die größten sein, wenn man sich irgendwelche großen Monster überlegt. Aber genau, es sind halt sehr viele kleine, schöne Sachen. Und zum Schluss gibt es hier noch so kleine Stickerchen. Sieht aber cool aus. Die kann man auf jeden Fall verwenden und dann auf die Figuren draufkleben. Und vielleicht kann man damit auch den bestimmten Orden oder Fraktionen zuteilen. Ich denke, genau sowas ist das. Also ich kenne mich jetzt halt mit Drukhari auch nicht aus, aber ich sag mal, Drukhari, wir sprechen ja hier von so, weiß nicht, so einer dieser Art Piraten und da gibt es, glaube ich, so Foltertypen und was weiß ich. Und die haben natürlich alle ihre eigenen Kriegsbemalungen da. Ich denke, da wirst du noch mal ein bisschen fluff oder ich sag mal im Kodex lesen und das steht dann halt auch alles im Kodex drin. Da könnt ihr euch dann für eins entscheiden und entsprechend bekleben. Das werden wir dann aber auch mal machen. Das werden wir auf jeden Fall auch machen, weil das alle auch hübsch sind. Also muss man schon mal sagen, was die hier, könnt ihr euch mal angucken. Die haben hier schon ein paar coole Symbole oder Zeichen, also Abziehklebedinger. Noch mehr Bases und dann gibt es hier noch solche Bases. Das sind so, könnt ihr sehen, so transparente, durchsichtige Bases mit so Stiften. Damit werden die Fliegermodelle befestigt, also dass sie halt, kennzeichnet man, dass sie halt eben nicht über das Spielfeld fliegen und nicht bewegen oder laufen, sondern fliegen können. Deswegen haben die solche transparenten Sachen, die kann man auch hier nochmal bei der Bastelanleitung sehen, die transparenten Sachen, jetzt von den Flugmaschinen beispielsweise, sind eben der Unterschied zwischen den Bases, aber man kann, glaube ich, auch einfach normale Bases nehmen können. Es gibt, glaube ich, auch, dass man normale Bases hat, die auch einfach solche Flugstifte haben. Ja, können wir doch mal, können wir nicht sagen gerade. Das gibt es auf jeden Fall auch. So, und das war jetzt der ganze Inhalt der großen Kiste. Und ich würde jetzt sagen, jetzt wir beide, wir fangen einfach mal auch von vorne an zu bauen. Das heißt, wir fangen auch einfach mal direkt mit dem... mit dem Venom ist es, glaube ich. Ne? Nee, hier vorne steht noch... Wir fangen mit dem an, hier mit dem Succubus, also mit dem Held. So. Welches Raster? Das ist eine gute Frage. Das müsste man natürlich da ein bisschen gucken. Also hier sieht man ganz klar erstmal, dass das vom Venom beispielsweise ist. Das heißt, das wird nicht dazu gehören. Es könnte sein, dass der Succubus hier so ein Einzelteil ist. 1a, 1b. 1 also ist ja, glaube ich, die Schritte. Das sind die Schritte, die wir gehen. Genau. Es gibt auch manchmal natürlich das auf den Gittern. Ich glaube, ich habe das gefunden, weil die hat hier diese lange Peitsche. Peitsche, ja. Peitsche. Armpeitsche oder so. Ja, das ist die auf jeden Fall. Guckt, ihr seht jetzt ein ganz kleines Rahmchen hier mit ganz vielen kleinen Teilchen, eine kleine süße Figur. Und hier oben sieht man jetzt ja die beiden Beinchen, 1 und 2. Jetzt kann man auf die Rückseite gucken und jetzt sieht man, dass hier beispielsweise die 1 ist. Also gibt auch erfahrene Leute, die da alle schon alleine rausklippen und dann selber zusammenbauen. Aber als Anfänger, was wir ja auch dafür ja so ein Anfänger-Video machen, machen wir es mal so ganz ausführlich. Und ich knippe jetzt einfach mal die 1 hier raus. Das könnt ihr immer gucken.
Es gibt hier, es gibt hier die Möglichkeit, so, hier oben seht ihr ein bisschen diesen Gussrahmen und dann das Teil, also dieses Bein. Das heißt, ihr müsst, könnt versuchen, das wäre am besten, so nah wie möglich alles wegzuknippen, was eben nicht Teil des Beins ist, sondern was zum Gussrahmen gehört. Weil so sauber ihr das hier macht, umso weniger müsst ihr nachträglich noch reparieren, um die überschüssigen Gussteile von dem Rahmen abzumachen. Also ich versuche jetzt einfach auch mal ganz, ganz eng hier dran zu gehen und das abzuknippen. Und auch ein sehr schönes Geräusch von diesen Knippen. Jetzt habe ich hier dieses fertige Beinchen. Hübsch. Und jetzt kann man halt gucken, wenn ich unsauber beispielsweise geknippt habe, dann gibt es hier solche Cutter von GW. Nennt man die vielleicht auch irgendwie anders. Weiß ich gar nicht. Skalpell, genau, das ist ja auch teilweise. Genau. Das sieht man hier unten. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ich mache nochmal ein bisschen dran. Kann man sehen, dass hier unten so kleine Reste nach unten dran sind von dem, was ich nicht sauber abgeknippt habe. Und dann macht man einfach die mit dem Skalpell oder eben mit dem Cutter, je nachdem, was ihr verwendet, die überschüssigen Teile ab. Und damit das dann, wie gesagt, ist blöd, wenn ihr irgendwelche Stellen überhaupt, weil dann kann es passieren beim Zusammenkleben, dass dann die Sachen nicht richtig zusammenpassen, wenn ihr das ein bisschen unsauber macht oder später halt, wenn die Figuren bemalt werden sollen, dann habt ihr vielleicht irgendwelche unnötigen Plastikreste dranhängen, also das passen ja nicht richtig. Also sauber ihr schon das Knippen macht, umso schöner natürlich ist dann auch, oder ihr ärgert euch nicht im Nachhinein, wenn ihr da irgendwie Sachen vergessen habt und müsst das nachträglich noch machen. So, ich zoome nochmal kurz wieder raus. Ich knippe jetzt mal die nächsten paar Teile schon mal ab und lege das mal breit und dann kleben wir mal gemeinsam die ersten Teile zusammen. Hello! Alles ist rausgeknipst und entgratet und jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es hier so ein ganz normaler Plastikkleber, hier ist der von GW, Zitali-Plastikkleber. Und jetzt nehmen wir uns diese zwei Teile, ne, in dem ersten Schritt in den Büchern. Haben wir hier stehen, dass wir die Beine zusammen machen. Das heißt, wir nehmen die Fläche, die gekennzeichnet ist, und pappen da ein bisschen Kleber drauf. Und dann halten wir die halt an die richtige Position und müssen dann ein bisschen zusammendrücken, sodass die Teile sich befestigen. Aber man muss wirklich dazu sagen, es klebt wirklich schon deutlich schnell. Also da kann man auch danach halt mal ein bisschen rumhantieren und es klebt schon schnell, aber es dauert schon ein bisschen länger zu trocknen. Aber oftmals kann man auch, wenn man schon das geklebt hat, auch am nächsten anfangen, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so sehr drauf rumreißt, weil dann können wir das wieder abreißen. Aber der Kleber hält schon sehr gut. Also weil da die Modelle sich halt auch schon echt weiterentwickelt haben mit den Stellen, die kleben sollen, dass die wirklich ineinander auch verkanten. Das waren früher meistens ja eher irgendwelche glatten Kanten, wo man eins aufs andere gedrückt hat und dann, das hat sich ja echt schon weiterentwickelt. Das stimmt, hat der Nils vollkommen recht. Das ist jetzt, hat man, ich hoffe, das hat man auch im Video gut gesehen. An dem Bein haben die einfach oben am Oberschenkel so eine ganz gerade Kante gemacht und die andere Seite eben bei dem anderen Seite vom Bein, sodass man die halt genauso aufeinander legen kann, dass es zwei große glatte Flächen hat als Berührungspunkte und die Modelle halt dran zu kleben. Aber wenn die halt dran gebappt sind oder wenn die jetzt aneinander klebt, dann zeige ich euch das mal, dann sieht man da einfach keinen Spalt, ja. Ich muss mal kurz hier ein bisschen im Fokus arbeiten. Hier sieht man keinen einzigen Spalt dazwischen frei, sondern es geht nahtlos ineinander über, als ob da gar nichts wäre. Also die haben das schon von der Verarbeitung her wirklich, sind die weitere gute Schritte nach vorne gegangen. Das war der erste Schritt. Als nächsten ist hier gekennzeichnet, dass man, oder aufgezeichnet, dass wir das Fell oben am befestigen. Und dann ist hier oben das gleiche Spiel. Hier oben gibt es hier oben hier so eine glatte Kante und das Fell. Und dann nimmt man das Fell einfach, oder den Rückenteil, und befestigt es einfach auch hier oben dran und drückt das dran. Und dann lässt man es jetzt erstmal in so einer Position, würde ich es jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen, damit, weil ich jetzt ja weitermachen soll bei den Händen und Kopf. Und dann muss jetzt natürlich schon erstmal alles ordentlich trocken sein. Das heißt dran. Ich mache halt so nochmal schön die Kamera. Ja, es ist jetzt hier gut befestigt. Sieht hübsch aus. Tolle Miniatur. Also man muss auch schon sagen, die geben sich schon viel Mühe auch bei den Details und so weiter, wenn man sich das alles mal anguckt. Im nächsten Schritt jetzt kommt hier so ein Stecker noch an den Rücken dran. Hier so ein Totenkopf mit einer Klinge oder so. Und das machen wir jetzt. Muss ich auch mal kurz zeigen, weil es mega cool ist. Hier ist unten so ein kleines
hier sieht man es, so eine kleine Stecker drin. Das wird dann in das Rückenteil hier so reingesteckt. Da seht ihr so eine kleine Öffnung in der Mitte. Da steckt man rein und dann geht das ineinander über und dann erkennt man da keinen Unterschied. Ich habe ansonsten hier noch die Haare und die Klinge und so weiter. Ich mache das jetzt die ganze Figur einfach mal fertig. Dann brauche ich ja nicht jeden einzelnen Schritt euch zeigen. Gehe aber ganz normal systematisch nach dem Buch durch und zeige euch dann gleich, wie die Figur fertig aussieht. Der, wie heißt der? Succubus. Ist vielleicht zusammengehört, die, eine nette Dame. Ich zeige euch das jetzt mal in der Nahaufnahme. Hallo, Succubus. So. Hier ist sie, die tolle Frau mit ihrer Klinge und ihrer Peitsche. Und ist wirklich eine zwar kleine, schmächtige Figur nur, aber hoffentlich hat sie es vielleicht auch im Spielfeld faustdick in den Ohren. Also, ist schön gemacht. Alles super easy. Ich habe natürlich dann am Ende unten, könnt ihr sehen, das Plastikteil, da unten ist extra noch so eine kleine Form drumherum gemacht. Hier unten kann man das gut sehen, damit ein bisschen mehr Fläche unten für die Base ist. Und ansonsten macht man die einfach dran und drauf. Es gibt auch Leute, die halt erst gerne die ganze Base dann schon mal designen und dann die Figuren noch draufkleben. Ich bin immer so ein Freund davon, alle Figuren erst fertig zu bauen und dann auch später, nachdem man sie bemalt hat, sich um die Base zu kümmern. Da müsst ihr euch selber halt mal ein bisschen fitten, wie ihr es machen wollt, weil ich finde es immer geil, wenn man einfach die Figuren schon mal fertig zusammenbaut und hinstellt und dann sie anfängt zu bemalen und einfach Schritt für Schritt fertig zu machen. Es gibt auch sogar Leute, die bemalen die Figuren eben in dem Gussrahmen und stecken danach die Figuren erst zusammen oder bauen halt gewisse Teile zusammen und bemalen die dann, stecken die halt dann erst ineinander. Bei manchen Sachen könnte das auch vorteilhaft sein, das so zu machen, aber ich bin jemand, der immer sehr gerne die Figur zusammenbaut. Im Hintergrund könnt ihr schon mal sehen, Nils ist einer von unseren Maschinen, die wir haben, eine menschliche Maschine. Der ist nämlich schon an den Venom dran. Wir bauen jetzt nämlich einfach mal die ganze Start Collecting Box nämlich auf und zeigen euch dann mal, wie imposant das ganze Bild der Start Collecting Tukari ist. Bis dahin sehen wir uns dann gleich wieder. Hallochen, na, ich bin wieder da. Als letzten Step, wie ihr gesagt, nachdem ich die Figuren zusammengebaut habe, habe ich jetzt aber schon mal gleich weitergemacht und sie nämlich auch angesprayt. Da gibt es unterschiedliche Methoden, ich komme mal kurz dazu. Ich habe jetzt hier diese Reaver auch fertig gemacht. Ich zoome mal hier ein bisschen ran, damit ihr es mal schön sehen könnt. Das sind hier so coole kleine Typen auf so kleinen Chats. Oder Chats kann man nicht sagen, keine Ahnung, solchen. Chatbikes. Genau, Bikes. Das sind gut. Ne, der große hier. Auch ein tolles Modell und dann hier halt diese kleine Horde der Standardtruppen. Ich halte es mal hier ins Bild. Normalerweise, wie gesagt, wären die jetzt ja alle noch in diesem Plastikgrau, womit man die zusammengebaut hat, aber ich habe mir jetzt schon mal rausgenommen, sie halt anzusprayen, zu grundieren nennt man das. Fürs Grundieren habe ich folgendes verwendet und das ist Corax White, hier offiziell, offizielle Produkt vom GW von Citadel. So ein Spray, wo man eben die Figuren am besten nicht im Raum, sondern man kann die irgendwo draußen auf ein Holzbrett, mache ich das meistens. Mache die mit so doppelseitigem Klebeband, befestige ich die, stelle die halt drauf und habe das Brett so in der Hand und spray dann so aus gut 50 bis Zentimeter bis einen Meter die ganzen Figuren von allen Seiten, oben, unten, alles ansprayen. Damit eben die komplette Figur in diesem Weiß, ne, Corax White, grundiert ist und da schon so eine leichte Farbschicht drauf ist. Das ist einfach einfacher, das macht man, damit man die nächsten Farben leichter auftragen kann, anstatt auf das normale Plastik drauf zu machen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Methoden. Man kann beispielsweise das jetzt das Weiß, es gibt aber auch noch ein Schwarz, es gibt aber auch schon speziellere Farben wie Grün, Rot oder auch Gold und so weiter, womit man eben der ganzen Armee schon eine gewisse Grundfarbe eben auftragen kann. Wenn man beispielsweise weiß, man möchte eine Armee machen, wo halt der größte Teil der Figuren halt rot ist, lohnt es sich da wirklich, dieses rote Spray zu kaufen und eben schon damit die Figuren anzusprayen, weil man dann theoretisch nicht mehr alle Grundfarben, also die rote Grundfarbe auftragen muss. Da gibt es halt noch, wenn man beispielsweise irgendwie mehr Modelle oder mehr Sachen anmalen muss, was jetzt bei meiner Trukari auf jeden Fall auch der Fall ist, deswegen grundiere ich jetzt einfach mal, kann man in Weiß oder in Schwarz grundieren, beides als Grundfarbe ist gut. Das ist aber einfach ein bisschen Gewöhnungssache, was einem besser gefällt. Wenn man beispielsweise Schwarz nimmt, dann wirken da halt die Farben alle schon ein bisschen dunkler drauf, im Gegensatz zu Weiß. Wenn man Weiß nimmt, dann sind da natürlich alle Farben ein bisschen heller, beziehungsweise lassen sich leichter drauftragen. Das ist davon abhängig, beispielsweise wenn man Haut macht, Haut ist halt so eine Farbe, die nicht so stark deckend ist, dann würde ich allgemein immer auch Weiß nehmen. Wenn irgendwas mit der Haut dabei ist, habe ich jetzt auch mal durch Erfahrung gelernt, ist es klug, Weiß zu nehmen.
weil man dann eben die Hautfarbe, beispielsweise die Grundhautfarbe, nur einmal auftragen muss. Wenn man dann eben schwarz hat, dann deckt das die Hautfarbe auf dem Schwarz nicht so gut. Und deswegen bietet sich bei sowas halt weiß prinzipiell immer mehr an, aber das ist auch einfach was ein bisschen Gewöhnungssache ist. Hat man die Figuren alle weiß angesprayt, muss man auf jeden Fall gucken, dass man alle Zwischenräume und alle Figurenteile bemalt, weil ansonsten gucken da weiße Stellen raus. Das ist der Vorteil bei Schwarz, weil bei Schwarz hat man ja manchmal irgendwelche Vorteile. Wenn man jetzt mal hier beispielsweise mal guckt hier, in diesen unter die Figur unten drunter oder unter den Achseln oder sowas, oder zwischen der Hose und dem Gürtel beispielsweise, wenn man da halt schwarz grundieren würde, da wären ein paar schwarze Reste drin, wäre das an sich nicht ganz so schlimm, weil man sieht sie vom Auge ja nicht, weil es dunkel ist, wie Schatten oder sowas. Aber hat man sie jetzt natürlich weiß, dann kommt man da nicht drum rum, dass man eben die Stellen alle mitmalt oder benutzt eben verschiedene Shade, also Schattierungsfarben, um da eben reinzukommen. Das ist jetzt der fertige Schritt des Aufbauens und Grundierens. Beim nächsten Mal nehme ich euch direkt natürlich gleich mit zur Hand, wenn wir anfangen, die ersten Figuren zu bemalen und da halt ein Schema auszusuchen. Das mache ich auch mit euch auch gemeinsam am Video, wo man sich dann eben diese Überlegung fällt, wie sollen die aussehen, was nehme ich. Ne? Man kann sich da immer auch ganz gut auch an diesem Standardbild, was jetzt hier auf den Boxen abgebildet ist oder aus der Anleitung. Aber ansonsten kann man halt auch eigene Sachen raussuchen. Ich habe mir den Codex hintergelegt, weil hier findet man, in den Codices findet man auch unterschiedliche Farbmöglichkeiten, unterschiedliche Clans oder Gruppierungen oder halt Völker, die halt zu den Drukaris beispielsweise gehören. Da kann man sich halt auch was aussuchen. Und wenn man auch teilweise bei sich den Hintergrund lesen möchte, dann kann man sich mit irgendwas, was man sich vielleicht mehr identifiziert, dann sagen, dass die Armee jetzt dahin kommt. Kann man gut vergleichen, einfach wie in Bundesländern in Deutschland. Man sagt, ey cool, Hessen oder Nordrhein-Westfalen haben unterschiedliche Farben und dann, ich möchte, dass meine Armee eben aus Nordrhein-Westfalen kommt, dann kann man sie in einem Schema bemalen. So kann man sich das halt einfach nur vorstellen. Das ist der Grundschritt. Wenn das getan ist, dann kann man sich schon mal sehr freuen, weil dann hat man schon mal Figuren zusammengebaut hier stehen, die jetzt schon mal so aussehen, als ob man hier eine kleine Armee anfängt. Ne? Die sind jetzt nicht mehr in diesem kleinen Plastikgussrahmen drin, sondern man hat fertige Figuren vor sich stehen. Sogar mit denen können wir jetzt einfach mal aufs Spielfeld auch mal schicken und einfach Grundregeln lernen. Dazu kommen wir natürlich später auch irgendwann mal, aber erstmal will ich mit euch die Schritte einzeln durchgehen. Das heißt, wir werden erstmal bemalen, dann können wir uns ein bisschen auch über Waffenoptionen nochmal unterhalten und die Regeln, auch wie 40k gespielt wird, das folgt alles später. Aber wir machen jetzt erstmal, wie bemalt man, wie fängt man an, welche Schemas und für was ich mich entschieden habe oder entschieden werde, das seht ihr dann auf jeden Fall alles im nächsten Video. Wenn es hierzu Fragen gibt, was besser ist oder ihr habt ein Armeebeispiel, wo ihr es machen wollt und habt Fragen dazu, wie ihr das machen wollt, oder wisst nicht ganz genau oder wollt gerne da irgendwie ein bisschen Ratschläge bekommen, einfach drunter schreiben, einfach melden. Wir haben viele unterschiedliche oder fast nahezu alle unterschiedliche Armeen, sowohl bei Age of Sigmar als auch bei 40k eigentlich da und wir können da auf jeden Fall zu allen Sachen, zu allen Fragen Antworten geben, die wir halt persönlich wissen oder kennen, weil wir schon alle Armeen auch schon mal selber gespielt haben oder selber haben. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von dieser Videoreihe mit wie baue ich Figuren zusammen und wie geht's weiter. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn wir die ersten Pinselstriche auf die Figuren haben. Das war's von mir. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, bei Fragen einfach melden und wir sehen uns beim nächsten Mal.